Everybody says we're too young, our love is not going on. They say you better go away, cause this love is made of soul pain. Love is enough. Was ist los? Eine ältere Dame hat den Unfall, der weiß ich auch noch nicht. Wo ist Lali? Frau Schuster ist auf der Treppe gestürzt, sieht nach einer Sprunggelenkfraktur aus. Gut, erstmal Röntgen, OP-Vorbereitung, ist sie nüchtern? Ja, letzte Nahrungsaufnahme gestern Abend. Verrat alles vor, Oberschwester, helfen Sie mir, falls verständlich. Verraten Sie mir doch bitte mal, wo Vladi ist. Muss doch nicht gleich, das auch gerne wissen. Der hat seit 10 Minuten wie. Ich muss los. Für Servus. Ich bin wieder zu spät. Das liegt an mir, ja? Mhm. Wer musste denn noch die dritte Tasse Kaffee trinken und wer kam denn heute Morgen nicht aus dem Bett? Du kannst doch auch mal ins Bad gehen, wenn ich weg bin. Du hast doch den ganzen Tag Zeit dafür, ne? Ach ja, ich habe ja nichts Besseres zu tun, als Däumchen zu drehen. Und ich habe übrigens keine Lust und keine Zeit, mich mit dir zu streiten. Ich muss zur Arbeit. Ah ja, ich bin die sorglose Hausfrau, während du dich abrackerst. Du musst doch mal meine Situation verstehen. Es ist echt hart, ganz alleine für eine Familie zu sorgen. Das musst du ja bald nicht mehr. Der Fluglotin. Fluglotin? Sondern was ganz Neues. Ist dir nichts Extravaganteres eingefallen? Ich wollte es dir erst sagen, wenn die Prüfung vorbei ist. Weil du mich ja sonst auch nicht ernst nimmst. Du hast dich heimlich angemeldet? Soll eine Überraschung sein. Oh, so geht das nicht weiter. Sag mal, Vladi kommt dauernd zu spät jetzt. Oh, es kann auch jedem mal passieren. Aber es war schon das dritte Mal in dieser Woche. Der Junge hat im Moment einfach reichlich viel um die Ohren. Die Arbeit hier und dann sein Medizinstudium. Hör ich da einen Anflug von männlicher Solidarität raus? Nein, das ist kollegiales Augenzudrücken. Jedem anderen hättest du schon kollegial den Kopf abgerissen. Das kann ich bei ihm nicht mehr machen, der ist jetzt Papa. So, so. Ich kann mich noch dran erinnern, dass es für mich nie eine Entschuldigung war, wenn ich wegen Lukas zu spät kam. Naja, weißt du, Frauen an sich kommen einfach von Natur aus besser mit so einer Doppelbelastung, klar. Das... Ja, das ist so. Du bist manchmal so herrlich altmodisch, dass ich mich frage, warum du kein Bärenfell trägst. Das tue ich ja, das ist drunter. So. Dann wollen wir uns mal das Sprunggelenk anschauen. Ach, auch schon da? Es tut mir leid. Entschuldige bitte, dass wir mit der Schicht schon ohne dich begonnen haben. Ich habe verschlafen und so. Komm, ich übernehme. Ja, wohin? Zimmer 2. So, Frau Schuster, Sie bekommen jetzt einen neuen Chauffeur. Dann bis später. Steht ja übrigens ausgezeichnet, das schlechte Gewissen. Ja, ja, aber dein Kaffee musst du dir auch weiter in Silber holen. Ja, ja. Hallo, ich bin Flani. Angenehm, Eva Schuster. So, komm, jetzt geben wir Gas. Aber wir sind hier nicht auf der Autobahn. Keine Sorge, ich kenne diese Strecke, die ist bestimmt keine Radarfallen. Oder wären wir? Oh, Besuch ist ja auch schon da. Hallo Mama. Carola. Meine Tochter. Mama, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wie geht's dir? Alles halb so schlimm. Mir geht's gut. Meine Tochter Carola. Pfleger Fladi, Privatchauffeur Ihrer Mama. Angenehm, Mama. Was machst du bloß für Sachen? Ich habe versucht, mit dem Kopf zuerst die Treppe runter, aber für solche Sachen bin ich wohl leider zu alt. So geht das wirklich nicht weiter. Wer hätte ja sonst was passieren können? Es ist unvernünftig von dir, unbedingt allein leben zu wollen. Jetzt wird es ein bisschen kalt. Mama, ich sterbe vor Sorge. Bitte lass mich endlich das Haus verkaufen und zieh zu uns. Ich verstehe dich ja, aber ich weiß es noch nicht. Die Kinder freuen sich so auf dich. Und du siehst ja selbst, was alles passieren kann, wenn keiner auf dich Acht gibt. Ihre liebe Frau Mama wurde gerade frisch operiert. Vielleicht sollte sie jetzt ein wenig schlafen. Schon gut, Vladi. Gut. Vielleicht hast du ja recht. Mama, du wirst dich sehr wohlfühlen bei uns. Süß siehst du aus. Ach. Süß. Identified. Über den Wolken gibt es keine grenzenlose Freiheit. Dafür ist viel zu viel los. Roger. United 253 Wind 160. Deutsche Flugsicherung, weil der Himmel uns braucht. Der
Manager, Fluglotse, jetzt bereit. Wahnsinn! Toll. Das klingt richtig toll. Ja. Wie bist denn du darauf gekommen? Na, ich habe mir schon ganz lange gewünscht, dass ich irgendwie was auf dem Flughafen machen möchte. Und da bin ich eben auf die DFS gekommen. Und was willst du denn machen, Stewardess? Fluglotsin! DFS, das ist die deutsche Flugsicherung. Menschenskind, das ist ja ein Ding. Aber sag mal, ist es denn wirklich das Richtige für dich? Ich meine, immer so mit den Leuchtstäben da vor den Flugzeugen rumwedeln. Opa, das sind die Marschaller. Ich werde an den Monitoren den Flugverkehr überwachen. Also, falls ich die Prüfung schaffe. Da musst du aber mächtig stolz sein. Ja, hier steht, dass die theoretische Ausbildung 2 Jahre dauert und in Frankfurt am Main stattfindet? In der Nähe? In Langen. Und Vladi hat damit kein Problem, dass du so lange weg bist? Das habe ich ihm noch nicht gesagt. Aber ich bin mir sicher, dass er das versteht. Ich meine, ich unterstütze ihn auch ständig. Aber Lena sagen muss, dass ich... Naja, auf jeden Fall, du kannst doch... Nicht so laut. Du kannst doch in einer Familie sowas nicht alleine entscheiden. Ich wollte nicht alles durcheinander bringen, bevor überhaupt die ganze Sache klar ist. Genau. Also ich drücke dir jetzt erstmal ganz fest die Daumen. Danke. Ich lasse euch das hier, ja, ich muss los. Toll, toll, toll. Mensch, 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 Mensch. Die beiden kriegen das schon hin. Ich finde das prima, was sie gleich alles auf die Beine stellen. Aber Alina muss sich endlich mal in ihrem Leben vernünftige Ziele setzen. Du meinst wohl was Einfaches, was besser zu einer Frau passt, wie zum Beispiel Verkäuferin oder Sekretärin. Das Ganze ist doch ein Hirnflitz von Alina. Die muss endlich mal ein bisschen realistisch denken. Wir haben die verdammte Pflicht, ihr bei der Verwirklichung ihrer Ziele zu helfen und nicht sie zu verurteilen. In Unkosten gestürzt. Es tut mir leid wegen heute Morgen. Es ist okay. Ich hätte es dir einfach früher sagen müssen. Ich war nur so überrascht. Hätte ich früher davon gewusst, ich hätte dir doch helfen können. Hm? Das mit der Prüfung ist eh nur so ein allgemeiner Test. Ob ich überhaupt geeignet bin für den Job. Prüfen muss ich erst, wenn sie mich wirklich haben wollen. Was? Wieso sollen sie dich nicht haben wollen? Sie können doch froh sein, wenn sie eine Frau wie dich überhaupt bekommen. Danke. Jetzt drück mir erstmal die Daumen. Mach ich. Wann ist denn der große Tag? Oh, wie sieht es denn hier aus? Morgen. Morgen schon? Bist du jetzt sauer? Von wegen. Stolz bin ich und wie? Ich fahre nach Hamburg. Warum denn ausgerechnet Hamburg? In Leipzig gibt's doch auch einen Flughafen. Ja, aber in Hamburg, da ist die Zentrale. Aber nach der Ausbildung, da sehe ich zu, dass ich in Leipzig eine Stelle bekomme. Gut. Das glauben die mir in der Klinik nie. Wenn ich denen erzähle, dass meine Frau dem Jumus sagt, wo es lang geht. Wahnsinn. Hey. Eine eigene Wohnung hat schon ihre Vorteile. Jede Menge Vorteile sogar. Schwiegersohn. Alles klar? Logisch. Hat Aline es dir schon erzählt? Ja, sie war ja gestern kurz da. Und was hältst du von der Idee? Na, ich find's großartig, dass sie sich das zutraut. Ja, das finde ich auch erstaunlich. Wir beide haben sie unterschätzt, gib's zu. Naja, ja, ja, wahrscheinlich. sag mal, und dich stört das aber nicht, dass sie so schnell weggefahren ist? Ach, Ivo. Der Fluglotsenverein ist nun mal nicht in Leipzig. Was soll's? Morgen ist sie doch schon wieder da. Gut, dann bis später. Bis später. Vladi. Ich habe Ihr Gespräch durch Zufall mit angehört. Ihre Frau will Fluglotsin werden? Ja, das sieht ganz so aus. Heute ist der Eignungstest. Oh, da können Sie unheimlich stolz sein. Das ist ein toller, ein wichtiger, ein sehr verantwortungsvoller Beruf. Mein Ego, mein verstorbener Mann war Fluglotsin. Aha, das ist ja spannend. Wenn Sie wollen, erzähle ich Ihnen was darüber. Ja, gerne. Also für Egon war es der Traumberuf. Er liebte den Stress und die Herausforderung. Hat er jedenfalls immer behauptet. Kein Tag ist wie der andere. Es gibt keine wirkliche Routine. Man muss immer bereit sein, 150% zu geben.
Ja, dabei hat er sich auch oft übernommen. Zu wenig Schlaf, zu viel Kaffee. Mit 58 ist er an einem Herzinfarkt gestorben. Oh. Das tut mir echt leid. Er fehlt uns, Carola und mir. Das einzig Tröstliche ist, dass er bis zuletzt glücklich war. Ach, ja. Naja. Eigentlich wollte ich Ihnen gratulieren, hm? Und jetzt habe ich Sie verunsichert. Ach nein, keine Sorge. Jetzt weiß ich erst, was Alina an diesem Beruf so interessiert. Vielen Dank. Wunderbar. Mama, wie geht's dir? Ich habe gute Nachrichten. Unser Makler hat einen Käufer für das Haus gefunden. Du brauchst nur noch die Vollmacht zu unterschreiben, dann kannst du direkt bei uns einziehen, wenn du hier entlassen wirst. Ich gehe dann mal. Ich habe nebenan noch etwas zu tun. Danke. Und grüßen Sie Ihre Frau. Ja. Ich finde, alles passt so wunderbar zusammen. Mein Chef hat mir angeboten, ab nächsten Monat wieder ganztags in der Agentur arbeiten zu können. Ja, und die Kinder? Das ist doch kein Problem, wenn du bei uns wohnst. Mama, du verlierst doch mit dem Verkauf dieses alten Kastens nicht deine Unabhängigkeit. Du gewinnst die Nähe deiner Familie. Du kannst dir wohl gar nicht vorstellen, wie sehr die Kinder sich auf dich freuen. Mama, was ist denn? Mama, Mama, was ist denn? Mama, Schatz, Asthmaanfall, würde ich sagen. Ich gebe Raudal und Minedon. Keine Sorge, Ihnen geht's gleich wieder gut. Ich habe auf einmal keine Luft mehr gekriegt. Und alles hat sich gedreht. Was haben Sie denn gemacht? Ach, nichts weiter. Ich hoffe, Sie haben sich nicht überanstrengt. Nein. Ich habe ganz brav in meinem Bett gelegen. Zum Glück war Ihre Tochter gerade da. Ja. Also an der Narkose lag es definitiv nicht. Die hat sie hervorragend verkraftet. Ihr Fuß halt auch wunderbar. Ich weiß es nicht. Sieh dir mal Ihre Kurve an. Sie hat Blutdruckspitzen bis zu 190. Frau Schuss hat Stress wie ein Topmanager. Ja, der Tochter kein Wunder. Was meinen Sie damit? Ich war ein paar Mal bei Frau Schuster. Sie ist eine wirklich sehr nette Frau. Und da habe ich eben so einiges mitbekommen. Ladi, was ist mit der Tochter? Es ist uns egal, ob Sie sie belauscht haben. Die Tochter will das Haus von Frau Schuster verkaufen und will dann, dass sie zu ihr zieht. Damit sie jemanden hat, der sich um Haushalt und Kinder kümmern kann. Weil sie wieder ganztags arbeiten möchte. Und dabei geht sie nicht gerade sanft vor. Daher weht der Wind. Guten Tag. Mein Name ist Fender. Ich möchte bitte zu Frau Schuster. Sie liegt zurzeit auf der Intensivstation. Was ist denn mit ihr? Sind Sie ein Verwandter? Nein, ein guter Bekannter. Ich bin die Tochter von Frau Schuster. Ach, Reinhold Fender. Schön, Sie kennenzulernen. Fender? Hm? Ich glaube nicht, dass meine Mutter Sie schon mal erwähnt hat. Ja, wir kennen uns noch nicht so lange. Außerdem lebe ich auf Mallorca, bitteschön. Oh, danke. Aber dann können Sie mir vielleicht sagen, wie sie übergeht. Ja, sie hatte plötzlich so eine Art Asthmaanfall. Aber nichts Ernstes, sagen die Ärzte. Der eigentliche Grund ist aber ein gebrochener Knöchel. Mama ist auf der Treppe hingefallen. Hm. Aber glücklicherweise hat sie nun endlich eingesehen, wie unvernünftig es in ihrem Alter ist, unbedingt allein leben zu wollen. Sie kommt zu uns. Ach so, dann hat sie also mit Ihnen noch gar nicht über mich bzw. über uns gesprochen. Was soll das heißen? Ich habe ihr angeboten, zu mir nach Mallorca zu ziehen. Mallorca? Hm. Aber das geht doch nicht. Es tut mir leid, dass Sie es auf diese Weise erfahren, aber ich wollte natürlich nicht... Aber das kann sie doch nicht machen. Du machen Sie doch kein Drama draus. Ja, hör dir das mal an, die Horizontalstaffelung beträgt 5 nautische Meilen seitlich. Die Vertikalstaffelung von mindestens 2000 Fuß ist unbedingt einzuhalten, da blickt ja kein Mensch durch. Oder das hier, der typische Stundenplan, Flugverkehrskontrolle, Navigation, Luftrecht, Flugwetterkunde, Not- und Auswahlverfahren sowie Training im 360-Grad-Tower-Simulator. Du meinst, weil du es nicht verstehst, versteht's Alina auch nicht. Ich habe mich früher selbst lange genug für die Fliegerei interessiert und war und weiß einfach, wie schwer und stressig dieser Job ist. Was hast du? Du hast doch in deinem ganzen Leben noch in keinem Cockpit gesessen. Nee, aber ich habe kurz nach dem Studium ernsthaft überlegt, ob ich zur Flugrettung gehe. Wen wundert's denn da? Scheint ja in der Familie zu liegen. Wenn irgendwas in dieser Familie liegt, dann sind das Vernunft und Verantwortungsbewusstsein. Und deshalb habe ich mich für die Klinik entschieden. Das ist wirklich der Gipfel. Ich meine, Schichtdienst und Bereitschaft hast du doch jetzt in der Klinik ganz genauso. Nee. Ich glaube ja eher, du bist neidisch auf Alina, weil sie sich einen Traum erfüllt hat, für den dir der Mumm gefehlt hat. Du bist sowas von unmöglich.
Du hör mal, ich will nur, dass du unsere Tochter ernst nimmst, du unglaublich verantwortungsbewusster, du. Schrecklich vernünftiger Vater. Das mache ich schon. Aber eins sollst du wissen, ich hatte den Mumm. Und den Mumm hab ich immer noch. So, na denn, Beweise? Hallo? Ich bin's. Hey Alina, wie geht's? Alles klar? Ja, das ist total aufregend hier, was die alles von mir wissen wollten. Wie geht's denn Jonas? Alles in Ordnung? Ja, hier ist alles bestens. Ich habe mir gerade was Leckeres gekocht und lernst du die Anatomieprüfung. Erzähl, wie ist es bei dir gelaufen? Also, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Ich kann natürlich auch falsch liegen. Aber der Prüfer, der hat mir zum Schluss noch so zugenickt. Keine Ahnung, ich bin total durch den Wind. Aber doch, ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, das ist doch super. Hey, wann kriegst du die Ergebnisse? Weiß ich noch gar nicht. Muss ich nochmal nachfragen. Ah, du, ich muss aufhören, du hast es ja selbst. Jonas, hast aufgewacht. Ich hole dich morgen vom Bahnhof ab, ja? Und verpasst bloß nicht den Zug. Zwischenprüfung und Babysitter, das wirklich momentan zu viel für mich. Oh, du Armer. Aber morgen bin ich ja wieder da, ja? Ich lieb dich. Ich lieb dich auch. Tschüss. Komme! Mama ist überfordert. Kann ich nicht wenigstens ein paar Krücken bekommen? Immer im Bett liegen, kommt man sich ja vor wie 100. Ja, das könnte Ihnen so passen, mit Krücken lustig durch die Klinik wandern, ne? Wo ist leider Vorschrift? Dr. Kreuzer möchte eben, dass Sie sich schonen. Frau Schuster, damit ist es wirklich nicht zu spaßen, sonst sehen Sie es doch gleich morgen wieder auf der Intensiv. Ach, so schlimm war es doch gar nicht. Nur die Aussicht könnte ein bisschen hübscher sein. Also wirklich, Frau Schuster, jetzt machen Sie es uns doch nicht so schwer, Ihnen zu helfen. Wenn Sie ständig übernehmen, dann dauert es doch ewig, bis Sie wieder auf den Beinen sind. Sie haben ja recht. Entschuldigung. Ich kann ja gut verstehen, dass Sie sich in Ihrem Bett langweilen. Aber versuchen Sie einfach, ein ganz klein bisschen vernünftiger zu sein, hm? Okay. Reinhold! Oh. Sie haben mich gestern nicht zu mir gelassen, Eva. Dich kann man aber auch keinen Augenblick allein lassen. Na, da haben Sie doch einen erstklassigen Grund, die Klinik so schnell wie möglich zu verlassen. Ich verspreche, mich zu bessern. Ich bin hier furchtbar. Ich glaube, wir werden hier nicht mehr gebraucht. Oh, ich könnte noch ein Weilchen zuschauen. Ich finde das mindestens so reizvoll wie Sie. Eigentlich wollte ich dir ein Kaktus mitbringen, weil du so lange nicht angerufen hast. Dankeschön. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Ich bin ja so froh, dass du wieder auf dem Damm bist. Ich habe dich sehr vermisst. Hallo Mama. Sieh, was ich dir mitgebracht habe. Herr Fender, guten Tag. Guten Tag. Ihr kennt euch? Mhm. Ich habe mit Gerd und den Kindern gesprochen. Du kannst das Erkerzimmer haben. Das hat dir doch immer so gut gefallen. Eigentlich hatten wir ja noch Wichtiges zu besprechen unter vier Augen. Das hier ist auch wichtig, sehr wichtig sogar. Wir können ja vielleicht später noch in Ruhe, wenn es dir recht ist. Ja? Ganz wie du meinst. Bis dann. Vergiss nicht, du schuldest mir noch eine Antwort. Ja. Welche Tapete möchtest du haben, Mama? Die hier? Oder lieber diese? Schon mal die hier. Die würde gut zu deinen gestreiften Vorhängen passen. Was hast du denn, Mama? Ist es wegen diesem Fender? Ja. Glaub mir, Mama, ich habe ihn kennengelernt. Der ist nicht gut für dich. Aber er ist mir sehr wichtig. Also ich möchte mal wissen, was Papa dazu sagen würde, wenn er dich mit diesem Casanova sehen würde, in deinem Alter. Ich mische mich ja nun wirklich nicht in dein Privatleben ein, aber dieser Mann, der kann doch Papa überhaupt nicht das Wasser reichen. Unglaublich. Das habe ich erst gemerkt, als ich Alinas Informationsmaterial durchgeblättert habe. Ach, ich da jetzt den stolzen Vater sprechen, ja? Klar bin ich froh, wenn Alina die Prüfung besteht, aber... Meine, die Fliegerei, nur den Mumm seine Träume wahrzumachen. Was willst du mir damit jetzt so genau sagen? Ich wollte damals auch zur Flugrettung. Den Wunsch habe ich mir nie erfüllt. Verstehe, die große, böse Midlife-Crisis. Midlife-Crisis, jetzt ja noch nicht. Du bist ein alter Mann. Hubschrauber-Einsätze. So eher was für mich passt doch gar nicht zu dir. Das ist so, als ob du, weiß ich nicht, als ob du dir plötzlich ein dickes, fettes,
Motorrad kaufst oder sowas. Ich will aber fliegen. Bleib du am Boden. Und überlass Alina und echten Abenteurern wie mir den Luftraum. Besser so, für alle Beteiligten. Kannst mir glauben. Hast du schon was von ihrer Prüfung gehört? Nein, aber sie kommt heute wieder und dann gibt's die Probleme mit Vladi. Wieso? Naja, Alina. So, ich hätte soweit alles erledigt. Wäre es ein Problem, wenn ich etwas früh gehe? Ich möchte Alina gern vom Bahnhof abholen. Nein, das ist ja sowieso nichts zu tun. Könntest du das die Oberschwester entscheiden? Ja, natürlich, aber ich persönlich habe ja nichts dagegen. Ja, ich werde es ja ausrichten. Was wollen Sie denn eigentlich damit sagen, dass ich schuld bin am Zusammenbruch meiner Mutter? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte hier keine Schuldfrage stellen, wirklich nicht. Ja, dann reden Sie doch nicht um den heißen Brei herum. Im Augenblick haben wir noch keine Erklärung für den Vorfall. Was wir wissen, ist, dass Ihre Mutter jetzt Ruhe braucht. Und deswegen wäre es angebracht, den Umzug einfach noch etwas zu verschieben. Aber meine Mutter freut sich sehr darauf, zu uns zu ziehen. An ihrer Stelle würde ich mir mal diesen Herrn Fender etwas genauer betrachten. Ich traue ihm nicht über den Weg. Wie meinen Sie das? Er will, dass sie mit ihm nach Mallorca zieht, obwohl wir eine klare Absprache haben. Das sieht Ihre Mutter inzwischen vielleicht anders? Ich kann wieder Vollzeit arbeiten. Da ist es doch wohl ganz normal, wenn ich mich in dieser Situation auf meine Mutter verlasse. Eine Familie muss schließlich zusammenhalten. Wissen Sie, im Prinzip würde ich mich nie in die Bekanntschaften meiner Mutter einmischen, aber was diesen Herrn Fender betrifft, ich vermute, da steckt was ganz anderes dahinter. Wollen Sie damit andeuten, dass... Ich will gar nichts andeuten, aber meine Mutter ist eine wohlhabende Frau. Und außerdem, ich finde, der passt überhaupt nicht zu ihr. Ach, das ist aber aufmerksam von Dr. Halmer, dass er sich daran erinnert hat, wer hier für den Dienstplan zuständig ist. Es ist doch wirklich nur ausnahmsweise, weil ich Alina versprochen habe, sie vom Bahnhof abzuholen. Wenn noch was anfällt, kann ich es ja übernehmen. Danke, das ist echt nett. Ich mache Ihren Vorschlag. Sie können gehen. Vielen Dank. Aber vorher gehen Sie mit mir noch ins Zimmer von Frau Schuster und bereiten das zweite Bett vor. Hallo. Ach, ist das schön, dass Sie kommen. Ich langweile mich furchtbar. Ja, das kann ich gut verstehen. Für jemanden, der so aktiv ist wie Sie, muss es ja zu qual werden, den ganzen Tag im Bett liegen zu müssen. Machen Sie mal bitte den Arm frei. Sie bekommen eine neue Nachbarin. Na, bei meinem Glück schläft ihr den ganzen Tag oder ist taubstumm. Wie geht es Ihnen? Gegessen haben Sie auch noch nichts. Ich habe keinen Hunger. Zu viel Aufregung schlägt mir immer auf den Magen. Haben Sie Kummer? Haben Sie Kinder? Ach so, Ihre Tochter. Die hat einen furchtbaren Geschmack, wenn es um Tapeten geht. Also wirklich, Sladi. Lassen Sie ihn, er hat ja recht. Ich wünschte, meine Enkelsöhne wären mal so wie er. Ich höre Ihnen gerne zu, wenn Sie möchten. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bevor das hier passiert ist, wollte ich das Angebot von Reinhold, also von Herrn Fender, annehmen und nach Mallorca ziehen. Er hat da so eine kleine Finca. Aber Ihre Tochter lässt sie nicht gehen. Sie hat sich immer gewünscht, wieder voll in die Firma einsteigen zu können. Jetzt hat sie die Möglichkeit dazu. Aber nur, wenn ich hier bleibe und auf die Kinder aufpasse. Sie rechnet fest mit mir. Ihre Tochter wird sicher akzeptieren, dass Sie jetzt mal auf ihr Herz hören müssen. Herr Fender bedeutet Ihnen sehr viel, nicht wahr? Er ist ein wunderbarer Mensch. Aber ich kann Sie doch jetzt nicht hängen lassen. Ach, dafür wird es eine andere Lösung geben. Jetzt denken Sie mal nur an sich. Und dann gibt es ja auch noch Kindergärten und Haushaltshilfe. Ich dachte früher auch immer, dass es ein Problem sei. Aber es funktioniert, ehrlich. Ich spreche da aus Erfahrung. Na, dein Wort in Gottes Gehörgang. Nein, er hat recht, Frau Schuster. Er ist selber Vater. Ihre Tochter wird sich Ihrem Glück nicht in den Weg stellen. Da bin ich absolut sicher. Na, geht's? Ja, es muss. Ja? Entschuldigung, ich suche Flavi. Er müsste doch längst weg sein. Ich habe ihm extra freigegeben. Ja, vor mehr als einer halben Stunde. Ja, am Bahnhof war er jedenfalls nicht. Komisch. Ach, der ist bestimmt nur irgendwo aufgehalten worden. Ja, er erwähnte, dass er noch was einkaufen wollte. Kann man nichts machen. Und? Wie ist es gelaufen? Na, was denkst du? Das ist doch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Vorsicht, du hast eine zukünftige Fluglotse. Das ist für mich ein großer Tag.
Da Freude, das ist eben meine Tochter. Ich habe das ja immer gesagt, dass in dir mehr steckt als du gedacht hast. Alina, es tut mir wirklich sehr leid. Ich wollte alles perfekt machen und da ist mir eingefallen, dass wir gar keinen Sekt haben. Und dann habe ich dich verpasst. Schon okay. Lass uns anstoßen. Gut. Auf deine Prüfung, auf deinen Traumjob, auf die Zukunft und auf uns. Auf uns. Hey, was ist denn los? Die Ausbildung ist nicht in Leipzig. Die sind lang. Lang? Wo ist denn noch mal lang? In Hessen, bei Frankfurt. Ich werde mir dort ein Zimmer nehmen müssen. Wie lange weißt du das schon? Es gibt nur diese eine Fluglotsenakademie in Deutschland. Aha. Wie stellst du dir das vor? Ich meine, wie soll das funktionieren, wenn du monatelang weg bist? Prost. Prost. Wie lange soll das Ganze überhaupt dauern? 2 Jahre. Also mindestens. Es kommt drauf an, ob ich mich auf Center-Lotse oder Tower-Lotse spezialisiere. Was hättest du denn gemacht, wenn du keinen Studienplatz in Leipzig bekommen hättest? Was hat denn das damit zu tun? Du hättest ganz sicher nicht auf dein Studium verzichtet. Du hättest erwartet, dass ich dich unterstütze. Und das mache ich auch jeden Tag. Solche Entscheidungen müssen wir gemeinsam treffen. Ich habe mich schon entschieden. Sag mal, du kannst mich doch nicht vor vollendete Tatsachen stellen. Was meinst du, weshalb ich dir gesagt habe, dass es eine Überraschung sein soll? Weil ich genau wusste, dass du es überhaupt nicht verstehen willst. Ich lasse mich nicht von dir pressen, ja? Und ich lasse mir von dir nicht unsere Zukunft kaputt machen. Du hast ein Kind, verdammt nochmal! Wir haben ein Kind. Na Friedrich, kommst du denn voran? Der Thermostat lässt sich nicht mehr verstellen. Das ist Hightech. Oh Mensch, Papa. Das ist wirklich lieb von dir, aber du musst das nicht machen. Wir können auch einfach die Hausverwaltung bitten, dass sie uns einen Installateur vorbeischickt. Ich komme nicht in Frage. Wir sollen einen dummen Thermostat wohl dem Fremden in die Wohnung lassen. Der nur Dreck macht und Fusch. Hey. Was hältst du davon, wenn ich Alina und Vladin Zwiebelkuchen vorbeibringe? Den mögen sie doch so gerne. Und außerdem feiern sie bestimmt sowieso. Ich glaube, die beiden wollen bestimmt gerne alleine sein. Und zu bereden hätten sie sicher auch eine ganze Menge. Ich kann wohl alles nur falsch machen. Ich will nur nicht, dass du unsere Beziehung mit deinem Egoismus zerstörst. Ich egoistisch? Ja? Wie nennst du es denn sonst, wenn du mich mit dem Job im Studium und Jonas hier alleine lässt? Und wie nennst du es, wenn du mir überhaupt keine Freiräume lässt? Mir überhaupt nicht! Das ist doch überhaupt nicht wahr! Du kannst machen, was immer du willst! Solange ich deine Socken wasche, ja? Also diese Fluglotsengeschichte, die geht jedenfalls nicht! Es ist wohl besser, wenn wir nicht mehr drüber reden. Alina, du kannst doch jetzt nicht einfach weglaufen! Halt nach dem Hierbleiben. Das kannst du doch nicht machen! Es ist Zeit zum Nachdenken. Du hast Verantwortung, und zwar hier! Vergiss nicht, Jonas morgen in die Krippe zu bringen. Wieso ich? Da kannst du dich gleich schon mal dran gewöhnen. Wo die Ausbildung stattfindet. Es ist gut, dass du dich nicht eingemischt hast. Das ist nämlich ihre Sache. Da könnt ihr doch vielleicht die Flasche Champagner ein bisschen zur Entspannung beitragen. Und Friedrich, dann, wenn ich dich nach Hause bringe, da könnte ich einen kleinen Umweg machen. Ach, ich fürchte, das dauert noch. Ich werde wohl hier schlafen müssen. Also ich mache mir furchtbare Sorgen. Ich auch. Dann lass uns doch die Sachen zusammenpacken. Wir nehmen den Kuchen mit und den Champagner und gucken bei den jungen Leuten vorbei. Das machen wir. Papa, nur schnell nach dem Rechten gucken, ja? Na endlich. Ich dachte schon, der starrt mir den ganzen Tag auf die Finger. Aline, entschuldige bitte. Habt ihr recht gestritten? Ja.
Sie ist weg. Und wo ist sie hin? Zu euch gefahren wahrscheinlich. Ich soll nachdenken, hat sie gesagt. Ach so, na, da denkst du ein bisschen nach und dann wird sie sich schon beruhigen. Ist ja meine Tochter. Kriegen wir noch einen Kaffee? Weißt du, meine Alina, vielleicht war es nicht unbedingt der beste Weg, es Lade beizubringen. Das weiß ich ja auch. Ich hab's ihm so lange nicht gesagt. Da habe ich ihm irgendwann einfach einen Kopf geknallt. Na, Hauptsache ist endlich raus. Wisst ihr eigentlich schon, wie es weitergehen soll? Ihr seid ja noch nicht lange ein Paar. Das ist eine harte Prüfung, Leute. Auf die eine oder andere Art werdet ihr euch entgegenkommen müssen. Ich will aber nicht Hausfrau bleiben. Das weiß ich doch, mein Mädchen. Aber eine Partnerschaft bedeutet immer auch Kompromisse. Ihr beide werdet sehr genau darüber nachdenken müssen, was für euch wichtig ist. Den eigenen Dickschädel durchzusetzen oder eine gemeinsame Lösung zu finden. Ich weiß. Wenn ihr euch wirklich liebt, dann schafft ihr das auch. Das hoffe ich so sehr. Liebst du ihn denn noch? Ja. Na, dann werdet ihr es auch schaffen. Du hättest echt Eheberater werden sollen. Möglicherweise habe ich dazu mehr Talent als zum Reparieren. Nein, so. Kannst du mir das bloß antun, Mama? Versteh mich doch bitte. Ich will doch nichts anderes als mein Leben noch ein klein wenig genießen. Zusammen mit diesem Menschen? Ist dir dieser windige Kerl wirklich wichtiger als deine eigene Familie? Ach, das stimmt doch nicht. Na, was soll ich denn sonst denken? Du brichst ein Versprechen wegen ihm. Mama. Wir haben alles getan, damit du es schön bei uns hast. Und wenn du jetzt so weit wegziehst... Aber ihr könnt uns doch besuchen. Also ich weiß nicht, ob du dir das nicht ein bisschen einfach vorstellst. Ich meine, es ist doch ein Unterschied, ob man sich nur kurz ins Auto setzt und mal bei dir vorbeifährt oder einen kompletten Kurzurlaub planen muss. Ich meine, wo soll ich die Zeit hernehmen? Ja, oder ich komme zu euch. Wir werden dich nicht mehr so oft sehen können. Vielleicht ein, zweimal im Jahr. Also ich habe wirklich Angst, dass wir uns entfremden. Ich akzeptiere deinen Willen, aber vergiss nicht, dass du dich gegen deine Familie entschieden hast. Du kannst nicht beides haben. Carola, bitte geh nicht. Bleib hier bei euch. Glaub mir, Mama, es ist besser so. Ich will doch nur dein Bestes. Im Prinzip steht eine Entlassung von Frau Schuster nichts mehr im Wege. Die Wunde ist reizlos. Das Röntgenbild sieht auch sehr gut aus. Ich stimme Ihnen zu. Außerdem hat sie eine beneidenswerte Energie. Wir müssten sie regelrecht zwingen, hier zu bleiben. Ich denke, sie wird das sehr gut packen. Was mir allerdings Sorgen bereitet, ist dieser Asthmaanfall. Wie groß ist die Gefahr, dass sich das wiederholt? Wir kennen inzwischen die genaueren Lebensumstände von Frau Schuster. Der Auslöser war in jedem Fall erhöhter Stress. Den wir jetzt aber im Griff haben. Ich habe mit ihrer Tochter gesprochen und sie weiß Bescheid, dass ihre Mutter demnächst noch etwas Ruhe braucht. Auch Herr Fender... Das ist ein Freund von Frau Schuster. Ja, ist informiert. Sie haben sich wie immer vorbildlich um ihre Patientin gekümmert, Frau Dr. Glogisch. Sie zieht anschließend direkt zu ihrer Tochter. Ich denke, unter diesen Umständen... Also, Frau Schuster kann morgen entlassen werden. So, nun zum nächsten Fall. Oliver Liegow, Sie kommentiert die chronische Fraktur. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Morgen, mein Kind. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, dass wir gestern noch bei euch waren? Ich möchte jetzt nicht drüber reden. Ich weiß selbst, dass ich Mist gebaut habe. Ich brauche noch ein bisschen Zeit hier. Natürlich. Ich möchte nur sagen, dass wir für dich da sind und ich kann ja noch mal mit Vladi sprechen, wenn du willst. Dazu müsste ich nur wissen, was du von ihm erwartest. Ich meine, es geht ja wohl nicht darum, ob du die Ausbildung machen willst oder nicht. Also müsst ihr euch zusammen hinsetzen und eine vernünftige Lösung suchen. Ich habe keine Ahnung. Es gibt sicher eine Lösung, mit der alle leben können. Und was Jonas angeht, wie gesagt, wir sind ja auch noch da. Ja, Jonas ist eine Geschichte. Aber könnt ihr eine Wochenendbeziehung überhaupt verkraften? Ich weiß es nicht. So lass doch das Mädchen mal einen Augenblick in Ruhe. Wenn sie auf alles eine Antwort hätte, dann wäre sie ja wahrscheinlich nicht da. Ich muss auch mal laut werden. Ach, Flo.
Vladi, gut, dass du da bist. Du kannst gleich ins Labor gehen, die Werte für einen Prokop abholen. Dr. Heilmann wartet schon darauf. Ja, ja. Ach ja, und wenn du zwischendurch mal nachschauen könntest, wie es auf Zimmer 8 ausschaut, wir bekommen nachher noch neuen Zugang. Ich schaff das nicht mehr. Ich muss auf die Intensivstation. Schon okay. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Was ist denn mit dir los? Ich denke, du bist mit Alina gerade in Hochstimmung. Ich mach mal meine Runde. Herr Fender, was machen Sie denn noch hier? Ich besuche Eva, die Frau, die ich liebe. Bevor Sie zu ihr gehen, sollten Sie wissen, dass sie nicht zu Ihnen ziehen wird. Sie bleibt bei ihrer Familie. Das kann ich nicht glauben. Was haben Sie ihr eingeredet? Nichts. Sie hat nur die richtige Entscheidung getroffen. Ich denke, Sie sollten jetzt gehen. Sie darf nicht aufgeregt werden, sagen die Ärzte. Sie werden mich nicht daran hindern, mit ihr persönlich zu reden. Ich weiß, was für meine Mutter das Beste ist. Genau diesen Eindruck habe ich nicht. Ich wollte nachsehen, ob alles in Ordnung ist und ob Sie vielleicht irgendetwas gebrauchen können. Ein Tee oder ein Orangensaft. Frau Schuster, ist alles in Ordnung? Schuster? Entschuldigung, Sie können jetzt hier nicht rein. Gehen Sie bitte. Mama, was ist denn passiert? Was ist denn los? Das ist Ihre Schuld. Das ist wieder mal typisch. Ihnen geht es so selbst jetzt nur darum, die Schuldfrage zu klären und Ihren Kopf durchzusetzen. Wann begreifen Sie endlich, dass Ihre Mutter ein Recht darauf hat, ihr eigenes Leben zu führen? Sie gehört zu Ihrer Familie. Damit Sie sich die Haushälterin und das Kindermädchen sparen können. Sie will es so. Ach ja? Wie würden Sie sich denn an Ihrer Stelle entscheiden? Für ein winziges Zimmer und haufenweise Arbeit? Oder für Luxus und Erholung? Pepe? Wie konnte man das Magengeschirr bloß übersehen? Sie geht mit dem Druck runter, fangt endlich an. Bauchtuch. Sie hat uns gegenüber nie über Magenschmerzen geklagt. Pinzette? Haben wir Strom? Ein Bipo. Aber bei dem Stress, den sie offenbar hat. Mach dir mal keine Vorwürfe. Von so einer kleinen OP bekommt man ja normalerweise kein Magengeschwür. Und erst recht keine Perforation. Sie hat schon früher Beschwerden gehabt haben. Ja, ist ja recht. Kartell? Und saugen. Na los. Nun sagen Sie es schon. Dass Sie recht hatten und dass ich schuld bin. Das ist euch jetzt vollkommen egal. Sie sollten nur wissen, ich wollte mich nie zwischen Eva und ihrer Familie stellen. Nie. Ich liebe Eva. Und sie liebt mich. Es tut mir so leid. Hier geht es um Eva, nicht um uns. Wie wäre es, wenn wir alle drei einfach nochmal von vorne anfangen. Jetzt liegt es an dir. Ich habe keine Ahnung. Na, sieh doch mal die Fakten. Erstens, Vladi liebt dich und du liebst Vladi. Zweitens, du hast die Möglichkeit, den Traumschub zu bekommen. Und drittens, du bist sogar die Prüfungsbeste. Das weiß ich doch alles selbst. Ich habe Angst. Nun, lass doch mal die Befürchtungen und Ängste beiseite. Halt dich an die Fakten und mach das Beste daraus. Ne? Nun lass dich aber. Was kann ich für Sie tun? Wie geht es, Eva? Die Operation ist gerade erfolgreich beendet. In ein bis zwei Stunden lässt die Narkose nach, dann können Sie sie besuchen. Gott sei Dank. Was ist denn überhaupt passiert? Ein Magengeschwür, das durchgebrochen ist. Glücklicherweise ist Ihre Mutter rechtzeitig operiert. Wir können Ihnen gar nicht genug danken. Danken Sie nicht mir, danken Sie unserem Pfleger Vladi. Vielen Dank. Wenn Sie nicht gewesen wären, dann... Wenn. Wenn Sie Ihre Mutter nicht ständig unter Druck gesetzt hätten, dann wäre es dazu überhaupt nicht gekommen. Mit meinem Egoismus hätte ich Sie fast zugrunde gerichtet. Wir haben Sie beide aufgeregt. Durch unseren lauten Streit.
wenn Vladi nicht rechtzeitig gekommen wäre. Mir ist gerade klar geworden, ich habe gar kein Recht, ihm Vorwürfe zu machen. Am allerwenigsten. Ich muss schnell was in Ordnung bringen. Ist da Lena da? Sie ist oben, aber... Naja, ich verstehe schon. Sie möchte nicht mit mir reden. Kann ja Bescheid sagen, dass du da bist. Mhm. Ey, ist ja doch warm hier. Funktioniert die Heizung wieder? Geh doch nicht über ein gutes, solides Heimwerken. Aber mir traut man ja hier nichts zu. Wir wollten bloß nicht, dass du dich übernimmst. Hm. Setz dich doch. Was soll ich denn machen, wenn sie nicht runterkommt? Ihr seid doch erwachsene Menschen. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber leider habe ich mich gestern nicht so benommen. Alena ist aber auch stur. Auf diesem Gebiet nehmen wir euch nicht viel. Ja. Immer schön rein in die Runde. Hm? Am besten ist, du hörst dir noch mal ganz in Ruhe Alinas Standpunkt an. Und dann wägt ihr sehr genau das Für und Wider ab. Selbst so ein alter Knochen wie ich musste einsehen, dass die Frauen vom Leben heute mehr verlangen, als nur Hausfrau zu sein. Was meinst du, wie oft ich mit Roland schon solche Diskussionen hatte? Aber wenn man sich liebt, findet man immer einen Kompromiss. Nicht böse sein, Leute. Ich brauche keine Ratschläge. Ich habe eine eigene Entscheidung getroffen. Das ist meine Lieblingstochter. Ich muss dir was sagen. Ja. Alina, es tut mir leid, ich habe mich wieder dämlich benommen. Ich mach deine Ausbildung. Ich werde dich unterstützen, wohnen, wie ich nur kann, ja? Ich fange die Ausbildung erst nächstes Jahr an. Dann ist Jonas auch schon älter. Ich habe mit der Akademie telefoniert. Die machen mit mir eine Ausnahme. Und in der Zwischenzeit, da sehe ich zu, dass ich auf dem Leipziger Flughafen ein Praktikum machen kann. Ist das in Ordnung für dich? Ich meine, für uns? Heimann? Mhm. Ja, na, dann bleiben Sie doch mal dran. Friedrich, ist ein bisschen merkwürdig. Hier ist ein Mann dran vom Heizungsnotdienst und der hat hier seine Kneifzange vergessen. Ich kenne keinen Mann vom Heizungsnotdienst, der hat keine Kneifzange. Ja, ich habe mir eine Rohrzange ausgeliehen. Der Herr sagt, aber er war hier. Na und, der lügt, ich kenne den Mann also nicht. Also Friedrich behauptet, er lügt. Nein, Sie lügen. Wollen Sie vielleicht mal mit ihm selber sprechen? Ja, ich kann mit dem Mann.